Sonst könnt ihr es wie mit dem Tennis, ihr könnt es einfach nicht. Wenn ihr das trainiert, und ich spreche von trainiert, hallo, bist du da? Ich wette gegen den Kopf, ich wette gegen die Einstellung. Und deswegen machen wir heute zwei Übungen. Hi Cecil, ich bin echt begeistert. Ich habe mir die ganze Playlist Mindset angeguckt von dir. Super, ich glaube, ich habe es verstanden. Aber du hast immer gesagt, du wolltest mal so Übungen zeigen. Kannst du nicht mal irgendwie eine Übung zeigen, die ich machen kann? Jo, wird mal so langsam Zeit, ne? Machen wir. Nach dem Intro. Euer Coach hier. Cecil. Heute ein sehr interessantes Video und zwar über ein Mindset. Also wir machen heute mal Übungen, also zwei Übungen, in Anführungsstrichen Übungen, die sehr, sehr wichtig sind, weil ihr wisst ja, euer Erfolg, egal was ihr für ein Ziel habt, erfolgreicher im Job sein oder abnehmen oder Muskeln aufbauen, knackigen Po aufbauen, egal was, es ist immer mental. Wenn ihr die mentale Einstellung nicht richtig habt, dann werdet ihr das Ziel nicht erreichen. Und heute werde ich euch sagen, was das Schwierigste daran ist, das Ziel zu erreichen, also euren Traumkörper zu erreichen oder erfolgreich zu sein oder irgendwas. Was ist das Schwierigste, was es verhindert, dass ihr eurem Ziel näher kommt? Was ist das Schwierigste? Meine Freunde, das Schwierigste ist wirklich, Gewohnheiten zu brechen. Wir sind Gewohnheitstiere. Wir machen, was wir machen und was wir machen. Und ich erzähle euch mal ein Beispiel von einem Kunden. Ein langjähriger Kunde, okay, schon viele, viele Jahre bei mir. Und er hat immer wieder die alten Verhaltensmuster. Also ich weiß ganz genau, was er wann wie macht. Und ich erkläre ihm das dann und so und hin und her. Und er verfällt immer wieder. Egal, ich kann, manchen Menschen kannst du Sachen 1000 Mal sagen. Und wenn du Glück hast, beim 1001 Mal sagt er dann, stimmt. Dann sage ich, Moment, wie jetzt stimmt? Das sage ich dir doch seit 5 Jahren. Wieso stimmt es jetzt auf einmal? Irgendwann bei den Leuten macht es Klick. Die Wiederholung ist ganz wichtig. Es ist wirklich elementar wichtig. Wenn ihr eine Sprache lernen wollt, dann könnt ihr auch nicht, ihr lest, keine Ahnung, 5000 spanische Wörter, könnt ihr dann alle 5000 spanische Wörter? Nein, könnt ihr nicht. Also die Wiederholung, es muss immer wieder wiederholt werden. Wenn ich euch einen Fußball vor die Füße lege, könnt ihr dann Fußball spielen? Nein, ihr müsst es 1000 Mal machen, damit ihr besser werdet, okay? Es ist die Wiederholung. Und bei dem Kunden zum Beispiel, mit dem Kunden, habe ich wirklich eine Wette am Laufen. 1000 Euro, wir haben über 1000 Euro gewettet, das ist mein Ernst. Ich habe das wirklich angeboten, weil er ist schon viele Jahre bei mir. Und sein bestes Gewicht war 80 Kilo bei einer Größe von 1,82 oder so. Also war ein ganz gutes Gewicht, kam von über 90, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er immer, wenn er so diese Grenze erreicht hat, hat er dann wieder, ja, wieder angefangen Wein zu trinken und wieder essen und wieder zu... Also es ist immer schwierig gewesen. Und ja, man muss ihn immer so ziehen, dass er wieder zum Sport kommt und dann wieder nicht. Und schwierig, alles schwierig. So, und er hat immer so Phasen, wo er dann motiviert ist. Also alles das, was ich sage, nein, macht es kontinuierlich, macht es... Er macht alles dramatisch dann wieder nicht. Wenn ich nicht mit ihm trainiere, trainiert er gar nicht. Ich sage mal, ey, du kannst doch laufen gehen mal oder du kannst doch zu Hause das machen oder das kannst du... So, ich ziehe also immer an ihm. Und jetzt habe ich gesagt, ey, es reicht mir, erreichst du dieses Ziel bis dahin? Dann hat er gesagt, ja, locker. Und ich habe gesagt, okay, er musste, die Wette geht über 8 Monate. Und er muss in den 8 Monaten nur 500 Gramm pro Monat abnehmen. Und er hat gesagt, ey, Cecil, willst du mich verarschen? Wo ist denn da der Haken? Du willst um 1000 Euro wetten, dass ich 500 Gramm pro Monat abnehme? Wo ist der Haken? Und ich habe gesagt, nein, ist kein Haken. Mach es. Ich will, dass du das Ziel einmal erreichst. Ich will, dass er einmal das Ziel, was wir haben, eigentlich, dass er das erreicht. Und dazu muss er irgendwie nur 500 Gramm pro Monat abnehmen. Es geht nicht darum. Es geht nicht um die Zahl. Ich wette nicht, dass er im Monat nicht ein halbes Kilo abnehmen kann. Das wette ich nicht. Ich wette gegen den Kopf. Ich wette gegen die Einstellung. Das ist das Schlimmste. Meine Freunde, das Wichtigste ist die Gewohnheit und die Einstellung. Wirklich. Ich sage euch das. 15 Jahre Personal Training, 25 Jahre Leistungssport, im Profisport. Es gibt immer Spieler in der Mannschaft, die sind im Training. Da denkst du, oh, ist der gut, ist der krass. Und dann, wenn es zum Spiel geht, wenn es gegen wichtige Mannschaften geht, dann sind die wie Geister. Die sind nicht da. Also du fragst sie, hallo, hallo, bist du da? Die sind nicht da. Und das ist alles nur der Kopf, okay? So, also die Wette ist am Laufen, ich kann noch nichts sagen, vielleicht schafft das ja, vielleicht nicht. Aber ich habe nicht gegen die 500 Gramm im Monat gewettet, ich habe gegen den Kopf gewettet. Weil ich davon ausgehe, wie das Verhaltensmuster des Menschen so ist, dass er dann wieder einbrechen wird, dass er dann wieder einen Monat Pause machen wird, dann wird er wieder so, dann wird er wieder das. So, also ich wette gegen den Kopf. Also das Wichtigste, um es kurz zu machen, das war jetzt nur ein Beispiel, ist immer der Kopf. Wenn Kunden kommen und ich weiß im ersten Gespräch sofort, wie die sind, weiß ich sofort, ey, der wird innerhalb von, keine Ahnung, 4 Monaten wird er 15 Kilo abnehmen. Ich weiß es bei dem sofort, weil der Mindset ist ganz wichtig. Der Kunde, mit dem ich die Wette laufen habe zum Beispiel, hat mir gesagt, wenn er jetzt viel arbeitet
und dann auch noch viel Sport macht und sich an die Ernährung hält, dann muss er seine Mitarbeiter anschreien und sauer zu denen, böse zu denen sein. Und weil er das nicht will, deswegen darf er nicht so viel Sport machen. Hä? Das ist ein Mindset, versteht ihr? Da ist der Anker. Es gibt zum Beispiel einen erfolgreichen Mensch, der wurde enttäuscht mal von Menschen, okay? Und weil er enttäuscht, wir werden alle enttäuscht von Menschen, wir können immer entweder das Positive oder das Negative sehen. Aber er wurde enttäuscht von irgendeinem, keine Ahnung, Partner, der ihn verlassen oder was auch immer, ist ja auch scheißegal. Wie hat er reagiert? Er hat sich zurückgezogen in die Arbeit, hat nur gearbeitet, ist richtig erfolgreich gewesen, also richtig Multimillionär und hat dann gedacht, okay, wenn Menschen zu mir scheiße sind und ich dann auch scheiße zu denen bin, dann bin ich erfolgreich und verdiene viele Millionen. Okay, so ein Mindset kann man haben. Das ist das, was man außen sieht. Er ist ätzend zu Menschen, er wurde verletzt und er ist reich geworden. Ja, aber muss jeder, der reich wird, ätzend zu anderen Menschen sein? Versteht ihr? Der Mindset. Wie denke ich? Das ist ganz krass bei allen Leuten. Die Leute denken immer so in ihren Mustern, okay? Und deswegen machen wir heute zwei Übungen. Beim mentalen Training ist das krasse. Mentales Training ist viel anstrengender als, hier, ich trainiere Bizeps. Das ist nicht schwer. Ich mache von da nach da und Futter genug und ich baue Muskeln auf. Bub, das ist nicht schwer. Mentales Training ist das Krasseste, weil ihr müsst jede Sekunde euch kontrollieren, okay? Jede Sekunde. Und es kommt, wir stopfen so viel Kacke in unseren eigenen Kopf, was wir denken. Deswegen bin ich heutzutage so, ich überdenke alles, was ich denke. Also wenn ich zum Beispiel denke, ach, jetzt muss ich das machen, weil dann habe ich den Effekt, denke ich, Moment mal, gibt es auch andere Menschen, die einen anderen Effekt haben? Also, Übung Nummer 1, weil das ist das Wichtigste. Stellt eine Gewohnheit um, und zwar ab morgen. Wenn ihr das macht, dann schreibt ihr jetzt unten rein, Hashtag Gewohnheit. Also eine Gewohnheit, ist egal, was ihr macht, okay? Wenn ihr zum Beispiel jeden Morgen zu Starbucks geht und euch einen Kaffee kauft, oder wenn ihr jeden Morgen mit dem rechten Bein aufsteht, oder wenn ihr jeden Morgen, keine Ahnung, bevor ihr ins Auto steigt, keine Ahnung, dreimal klatscht oder was, dann macht ihr es jetzt nicht mehr. Ab morgen stellt ihr eine Gewohnheit um, weil die Gewohnheit, das ist eine Katastrophe. Wenn ihr in eurem Muster bleibt und bleibt und bleibt und bleibt, dann werdet ihr schwer was verändern können. Deswegen stellt ab morgen, ihr könnt mir auch gerne reinschreiben unten, was für eine Gewohnheit ihr umstellen wollt. Sucht euch was raus und stellt eine Gewohnheit drastisch, radikal um. Gerade neulich habe ich auch einen Kunden, der immer sehr gerne mal trinkt und so, ne? Und dann habe ich ihn gefragt, also ich rede schon seit, dem bin ich auch schon seit 5 Jahren und so. Es wird auch immer weniger. Aber ich habe ihn einfach zum 1000. Mal gefragt, sag mal, warum schüttest du eigentlich Gift in deinen Körper? Ja, und er dann so, ja, es wird ja schon weniger, aber das dauert halt. Und dann habe ich gesagt, na, Moment mal, warum schüttest du eigentlich Gift in deinen Körper? Ja, wenn du das so siehst, natürlich, aber es wird ja besser. So, versteht ihr? Gewohnheit. Warum schüttet man Gift in seinen Körper? Warum raucht man? Warum macht man Sachen, die einem selber schaden? Gewohnheit. Wie unlogisch ist es zu rauchen? Gift im Körper, man stinkt, man gibt Geld aus, man wird krank, man kriegt Krebs. 2000% höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Krebs bekommt. Warum genau? Warum genau? Es ist nicht logisch. Wir sind Gewohnheitstiere. Deswegen erste Übung, ihr stellt eine Gewohnheit komplett von heute auf morgen um. Keine Ausreden. Übung Nummer 2. Ganz wichtige Übung. Egal was ihr denkt, versucht anders zu denken. Egal, was ihr denkt, es ist egal. Wenn ihr zum Beispiel denkt, na, ich muss ja schon studieren, um später Geld zu verdienen, ne? Also grundsätzlich kann ich ja nur glücklich werden, wenn ich heirate. Boah, so reich werden, das wäre nicht so mein Ding. Da muss man ja voll viel arbeiten. Boah, also ich kann erst richtig glücklich werden, wenn ich mehr Geld verdiene. Boah, ey, mein Mann hat mich betrogen. Ich kann keinem Mann jetzt mehr vertrauen. Okay, denkt, egal, was ihr denkt. Denkt es um, okay? Überlegt mal, ist das wirklich so? Muss ich wirklich studieren, um später Geld zu verdienen? Wie viele Menschen sind Millionäre geworden, ohne dass sie studiert haben? Ich hab ja viele Kunden und ich habe zum Beispiel einen Kunden, der ist noch nicht mal 30. Und der hat einfach gesagt, ey, nach dem Abi, ich mache einen Amazon-Shop auf und der verdient im zweistelligen Millionenbereich, okay? Muss man also dieses Hamsterrad, muss man das machen? Nein, muss man nicht. Sage ich deswegen, ihr sollt aufhören zu studieren? Nein, sage ich auch nicht. Ich sage nur, öffnet euren Geist. Muss man heiraten, um glücklich zu sein? Gibt es verheiratete Menschen, die todesunglücklich sind, weil sie verheiratet sind? Ja. Gibt es Single-Menschen, die es total genießen? Ja. Gibt es glückliche Leute, die verheiratet sind? Ja. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Glück kommt immer von innen. Muss ich reich werden, um glücklich zu sein? Wie viele reiche Menschen gibt es, die todesunglücklich sind, weil ihr Mindset ihnen was anderes sagt? Sind zum Beispiel Hollywood-Schauspieler und haben aber die Idee gehabt von ihrem Leben, dass sie irgendwo auf dem Acker leben und 3 Kinder haben. Und stattdessen sind sie jetzt Weltstars, haben keine Kinder und verdienen irgendwie 20 Millionen. Aber das passt nicht in den Mindset und deswegen werden sie depressiv, weil das passt nicht mit dem zusammen,
was sie als Mindset haben. Und entweder man ändert dann drastisch die Situation oder man ändert das Mindset, also den Blueprint. Was habe ich für einen Blueprint von meinem Leben? Das kann man auch ändern, dass man sagt, Moment mal, ist ja vielleicht alles gar nicht so, wie es unbedingt in meinem Kopf sein muss. Mein Freund hat mich betrogen, kann ich nie wieder einem Mann trauen. Gibt es Kulturen, in Afrika zum Beispiel, wo eine Frau guckt dich nicht mal an, wenn du nicht mindestens 4 andere Frauen hast, weil du dann ein armes Würstchen bist? Gibt es Kulturen, wo es Reichtum bedeutet, wenn man viele Frauen hat? Ja, gibt es. Also kann ich auch anders über die Situation denken? Ja, kann ich. Ich kann immer anders über die Situation denken. Und das sind heute die beiden Übungen, die ich euch mitgebe. Die sind, ihr denkt jetzt so, ihr habt es vielleicht gehört, so ungefähr so. Oh ja, ja, Cecil hat das ja gesagt, ich hab's gehört in meinem Kopf, ja, ist auch reingekommen. Hm, ja, ja, ist ja interessant. Mach ich vielleicht mal. So denkt ihr vielleicht, aber nein, nein. Das ist wirklich ein Schlüssel, wenn ihr das trainiert, und ich spreche von trainiert. Wenn ich euch jetzt ein Tennisbuch in die Hand drücke, da steht alles mit Technik, wie hin und her, und ich gebe euch dann 5 Monate später einen Tennisschläger in die Hand, könnt ihr dann spielen? Nein, ihr könnt dann nicht spielen, ganz einfach, obwohl ihr alles gelesen habt. Wenn ihr das Video jetzt gesehen habt, könnt ihr das dann sofort umsetzen? Nein, ihr könnt es nicht. Ihr müsst es trainieren. Das ist der Punkt. Sonst könnt ihr es wie mit dem Tennis, ihr könnt es einfach nicht. Deswegen nicht nur hören und denken, ah, er hat das gesagt, ich verstehe es hier mit meinen Muscheln. Das ist genau wie mit dem Rauchen. Ja, die Raucher verstehen auch, dass es ungesund ist. Verstehen sie. Aber setzen sie es deswegen um? Nein. Bringt es dann was? Nein. Nur angewandtes Wissen bringt was. Deswegen, meine Freunde, wirklich, wenn ihr bereit seid, an den Sachen zu arbeiten. Das sind ja nur 2 kleine Sachen. Eine blöde Gewohnheit komplett streichen, vielleicht eine andere Gewohnheit sich einfallen lassen. Keine Ahnung, anstatt morgens einen Kaffee bei Starbucks zu kaufen, das wegstreichen und stattdessen morgens 3 Sätze 50 Sit-Ups machen. Als Beispiel, als Gegenpart. Okay, wenn das deine Gewohnheit wird, jeden Morgen 3 Sätze 50 Sit-Ups, hey, tust du dir da was Besseres, als wenn du jeden Morgen von Starbucks einen Kaffee trinkst? Ja, natürlich. Also Gewohnheiten umpolen. Erste Geschichte, zweite Geschichte, jede Sekunde die Gedanken. Das wird euch schwerfallen, ihr werdet es auch vergessen. Aber versucht es mal. Wenn ihr bereit seid, das zu versuchen, schreibt rein, was schreibt ihr rein? Hashtag mentales Teamcoach Cecil. Oh Cecil, das war genau das, was ich brauchte, weil ich wusste, ich brauche das mentale Training, weil ich habe mir ein Bein gebrochen und habe deswegen 10 Kilo zugenommen. Moment mal, da war's ja gleich. Ich habe gar nicht zugenommen, weil ich mir ein Bein gebrochen habe. Ich habe zugenommen, weil ich mehr gegessen habe. Gibt es auch Menschen, die nicht zunehmen, wenn sie sich ein Bein brechen? Ja, natürlich. Cecil, ich habe es verstanden. Danke. Yeah, genau so meine ich das. Und meine Freunde, viel Spaß dabei. Schreibt unten rein in die Kommentare, dass ihr natürlich zum mentalen Team gehört. Und schreibt auch Vorschläge für nächste Videos rein. Da freue ich mich immer. Ihr seid die Besten. Ihr schreibt immer schön rein. Und wenn ihr gecoacht werden wollt von den Coach, der Coaches, der Coaches, dann checkt einfach mal das maximumprinzip.com und bis bald, euer Coach. Are you listening? Damn.